Hier ist eine kleine Wanderstraße, kann ich es dann noch klein machen. Und hier diesen mega langen habe ich jetzt nicht immer gezogen, auch diese Stücke zu tragen, ist angenehm. Braucht sich einfach so ein schöner Schritt. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt weiß man ja, und gerade auch sowas dann aus Fichte und so weiter. Aber auch Buche und unter Umständen halt herrliches Bauchholz. Also der erste Weg sollte in den Wald gehen, wenn man da was braucht. Und in den Supermarkt. Also ich mache da so viel mit Paletten und Wildholz. Das ist unfassbar. Früher habe ich ja so Kunsttischlerei gemacht dann. Und dann später Wildholztischlerei. Das ist auch interessant. Und hier beim Spalten. Je nachdem wie trocken das ist, wenn es mal in der Mitte nicht geht, dann kann man das einfach seitlich, da geht man seitlich rum. Mit Spaltkeilen arbeite ich natürlich gar nicht gerne, weil das mir zu laut ist für die Ohren. Deswegen habe ich auch, kann ich das kürzer sägen. Ein Freund auch mal habe ich dann mit geholfen. Also das ist, da hat er mal mit so einem Traktor, dann steht man in diesem Dreck, in diesen Abgasen, unfassbar. Das ist, für mich gilt das als unzumutbar, deswegen auch eine Kettensäge, da die ja Stil-Kettensäge da mit Motor und Benzin, ja, die hat für mich eigentlich im Wald nichts verloren. So, das ist einfach, das ist dann kein meditatives Arbeiten mehr. Das ist dann Arbeit irgendwo. Deswegen finde ich es ganz gut. Ich meine, ja, aber so ist nun mal die moderne Zeit. Und früher beim Feuerholz machen übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, jetzt zum Beispiel, die haben da die Stämme nicht so breit werden lassen. Ich meine, die hatten ja früher dann auch mit der Säge, puff, fiel das Ding um. Aber da gab es diese Mittelwaldbewirtschaftung. Das heißt, die haben dann diesen Baum in dieser maximal diese Stärke und dann vor allen Dingen Hainbuchen. Und dann kommen praktisch mehrere, ähnlich wie bei der Haselnuss, kommen dann mehrere raus. Und sobald die den passenden Durchmesser haben, dass man das gut mit der Axt händeln kann, schlägt man den runter. Also sowas Fettes haben die früher nicht stehen lassen. Auch ein Freund sagte, der war in Dingsterbums, Fränkische Schweiz, der meinte auch, sein Vater sagte, na früher, das gab gar keine dicken Bäume. Genau, die wurden gleich weggenommen. Ja, und fürs Bauholz und so weiter, die waren ja früher dann dünner für die Dachstühle. Die haben die teilweise, diese Bäume, gar nicht so dick werden lassen. Weil das wäre dann schwierig geworden. Aber vielleicht bei den Fichten habe ich es auch gesehen, so die historischen Aufnahmen, dann nehmen die auch fettere Dinger, wenn die dann so Sägewerke schon hatten. Aber bevor die Sägewerke auch hatten, das wurde dünner, das wäre viel zu aufwendig geworden, das einfach alles dann so zu sägen und so weiter und so fort. Die haben da früher ja mit der Axt das gemacht und nehme ein Video mit Schrottplatz, alte Äxte, da zeige ich auch, da sieht man die historischen Felläxte, die die hatten. Die, ich wusste es auch nicht, die hatten auch erstmal einen relativ langen Stiel, der war sogar noch länger wie der. Das 90er, da ist sogar, oder genauso lang, obwohl die Leute kleiner waren. Und dann ist das mehr geformt, die Axt ist mehr so schmal und länger und schmal. So ungefähr, genau. Und ja, genau, länger und schmal. Ich wusste gar nicht, dass das Felläxte sind. Ich habe es nur durch Zufall durch eine, irgendwo, hatte ich mal so historische Aufnahmen angeguckt und da habe ich das gesehen. Da habe ich es auch mal gesehen, wie die das gespalten haben früher, wenn die das so runter gehackt haben. Da stand an so einem Baum und hat dann einfach seine gerade abgehackten Sachen, hatte der dann hingelegt und so runtergespalten. Eine herrliche Axt, der Sound ist so, die Balancierung ist so perfekt. Das ist genial. Minute später. Das war mir jetzt nicht voll genug, weil jetzt so Trödeling und so weiter. Also ist er doch noch Platz. War jetzt vielleicht, keine Ahnung, 2 Stunden, weil ich so langsam und die Videos, die vielen, bin jetzt schnell nochmal die Fellaxt raus und das hier vielleicht in 5 Minuten, ja, gleich die Stelle hier neben, geht das rucki zucki, also keine Ahnung, vielleicht 6 Minuten, geht hintereinander weg.
So, also die Stücke einzuladen hat wirklich viel länger gedauert, als es nur von dort bis hier war. Wie das Hacken. Genau. Also man braucht nicht unbedingt eine Machete. Geht ja ruhig alles mit der Axt. Egal wie. Hauptsache es macht Spaß. Auf jeden Fall lohnt sich das. Auto ist wieder voll. Und mit dem ganzen langsamen waren das jetzt 3,5 Stunden Mitfahrt. Und ja, genau. Aber die Videos gedreht und mit Schwitzen. Ich würde immer sagen, Achtung, ja, mehrfach. Ich muss dreimal schwitzen, immer beim Hacken, immer und dann immer beim Feuern. Ja, eigentlich im besten Falle nie. Beziehungsweise ich sitze dann gerne halt bei 30 Grad. Dass es warm ist, mache auch gerne mal Tantra, dort würde ich es ein bisschen wärmer haben. Und zu den Axt, was da noch als letztes zu ergänzen ist, ist, wenn du praktisch die Hände, die musst du am Anfang ein bisschen trainieren. Das heißt, sobald du merkst, es zieht, sofort aufhören. Sofort aufhören, einen Tag pausieren. Ähnlich ein bisschen was auch wie wenn eine Barocklaute oder Gitarre. Wenn es zu sehr die Fingerspitzen belastet, einfach sofort eine Pause machen. Gehst du über den Punkt, musst du eigentlich dann schon 2 Tage Pause machen. Und ja, und am nächsten Tag weitermachen. Wieder sobald du merkst, ist was, sofort aufhören. Wenn es nur noch 5 Minuten ist, keine Ahnung, am Anfang. Ich kann ja praktisch stundenlang, ich mache das 10 Stunden durch. Und das jeden Tag. Ich habe da gar nichts. Und notfalls halt einfach Lederhandschuhe und dann schneidest du die Fingerkuppen ab und Daumen. Dort diese Fingerkuppen da aus den Lederhandschuhen abschneiden und dann geht's damit, arbeitest du damit. Ja, also, alles Liebe und viel Spaß. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich hatte doch die Uhrzeit nicht gestimmt, war auf dem Handy, war noch nicht umgestellt, aber hier hat schon geguckt. Bin ich 8.03 Uhr bin ich los und jetzt mit Fahrt. Fahrt ist 7 Minuten oder steht meine Uhrzeit überhaupt. Und über 7 Minuten Fahrt. Aber ungefähr. Ja. Oder 6 Minuten. Ist gut, jetzt stehe ich ja schon ein Stück hier. Also unter 3 Stunden wieder zurück. So, jetzt wird es wieder eingeladen. Wieder ausgeladen und jetzt kommt halt die Kettensäge zum Einsatz. Und schärfen. Mit dem Schärfer, da hatte ich auch ein Video gemacht. Jetzt hat er einfach mal so eingegangen. Einige Stücke habe ich schon länger gelassen. Ja. Da habe ich, da tue ich eigentlich mega selten Holz. So eine ganze Menge Holz. Ja. Ja, da wird das sich bald füllen. Ja, da wird das bald mal was merken. Aber ihr seht ja, schöne große Späne. Schärfe ich die mal noch. Jetzt ist das frisch, kann ich gar nicht sagen. Jetzt bei dem Frischen merke ich eigentlich gar nichts. Genau, da ist auch, wenn man mal Palette auseinandersägen oder irgendwas anderes, da kann man irgendwie, da erwische ich mal nach, das ist eine Katastrophe. Aber sonst, oder bei dem trockenen Holz. Also ich gucke auf jeden Fall, sonst wird eh mal durchgeschoben mit diesem Ding da. Herrlich, das ist so geil. Dieser Schärfer, da liegt er irgendwo hier. Ich dachte, wir hätten ja liegen. Meine Wundertüte. Nee, ich glaube, ich habe ihn hingelegt. Es liegt da drin. Liegt da drin. Ja, hier ist übrigens mein Feuerkorb, den ich selber entwickelt habe, wo ich rauchfrei Holz verbrennen kann. Na, hup, Füße. Hup. So, das ist, das sieht so schön, wie so ein Holzvergaserprinzip dann. Sieht, geht das voll ab. So, gut. So, jetzt links und rechts halt weggesägt, immer sieht, wie der kleiner ist. Die längeren Sachen dürfen und dann jetzt geht's hier. Auf jeden Fall ein solcher Genuss durch diesen Schärfer und die ist so scharf. Und wie gesagt, ich hole da gleich nochmal die
Schärf. Wie gesagt, man prüft immer mal wieder nach mit dem Daumennagel, ob das einritzt. Und dann merkt man, ja, das zieht sofort rein. Das ist deswegen, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, das jetzt zu machen. Wie gesagt, in dem Bock, das gönne ich mir, das macht einfach Spaß. Das dann auch mit so einer billigen Säge, ja, das funktioniert so gut. Das ist ein Traum. Also wie viel Arbeit das wäre, mit der Axt abzuhacken. Deswegen, ich genieße das. Das gönne ich mir dann einfach. Aber aus dem Wald rausholen, ein Freund von mir, der macht immer alles mit seiner Drecksstielsäge. Bringt seine Drecksblätter jedes Mal dann zum Schärfer. Und ich so, ey, das kann man doch einfach mal nachfallen. Nee, es muss immer dieser scheiß Gestank sein. Und diese Ausrüstung da in Stiel, die ganzen Klamotten, leck mir in den Arsch. Und ich gehe einfach in die normalen Klamotten, diesen geilen Schuhen, mit denen ich auch wandere. Die sind so genial in den Berg. Ich habe da Touren gemacht am absoluten Limit. Die gehen durch Wasser durch, über Fels als Kletterschuhe. So genial. Genau, ich brauche da. Und aber wie gesagt, ich weiß genau, was ich mache. Vollste Konzentration, das ist Meditation. Das ist ganz klar, was man da macht. Und durch diese Stiellänge stehe ich auch immer weiter weg. Das heißt, da ich hier 90 cm von die Länge von der Axt ist, da hacke ich eher in den Boden rein, was aber nie passiert. Also ich weiß ganz genau, ich treffe auf einen Millimeter genau. Aber wie gesagt, dir als Anfänger, wenn du da irgendwelche Späße machst, dann hast du diese Socken anzuziehen aus diesen Kettenkledern, dann bist du sicher.